Rom. Luxus gab es in der Stadt schon, als hier noch ein Weltreich regiert wurde. Heute gilt die Via Condotti als eine der teuersten und edelsten Einkaufsstraßen der Welt. Auch Luxusreiseveranstalterin Marina Nobel kauft hier am liebsten ein. Hier sind Gucci, Ferragamo, Valentino und Fendi. Es ist der Himmel für Shopper. Er shoppt am liebsten Gemüse und Gewürze. Heinz Beck, deutscher Drei-Sterne-Koch. Er lebt in Rom und kennt sich aus, auch auf dem Campo de Fiori. Es gibt ganz wenig ganz gute Produkte. Und die Händler, die haben die ganz guten Produkte und die entscheiden, wem sie die geben. Laura Biagiotti ist in Rom geboren. In Hallo Deutschland zeigt sie erstmals die privaten Räume ihres Landsitzes vor den Toren der Stadt. Dieses Haus war stark verfallen. Möwen lebten darin. Bäume wuchsen in den Räumen. Hallo Deutschland nimmt sie mit in eine der schönsten Städte der Welt. Gerade mal 700 Meter sind für Käufer von Designermode der wichtigste Ort in Rom. Die exklusive Via Condotti beginnt an der Piazza di Spagna, dem Platz vor der berühmten spanischen Treppe. Im historischen Viertel dürfen nur Fahrzeuge mit Sondergenehmigung fahren. Marina Nobel lässt sich von einem Chauffeur in die Via Condotti bringen. Die Preise dort findet die Veranstalterin von Luxusreisen gar nicht so astronomisch. Ob man etwas teuer findet, hängt von den finanziellen Möglichkeiten ab, wenn man welche hat. Selbst um hier nur zu halten, braucht der Fahrer eine Sondergenehmigung. Die Luxusläden wollen keine Taxis vor ihren Schaufenstern. Wir sind hier an der spanischen Treppe. Um uns herum gibt es die besten internationalen Designer. Hier sind Gucci, Ferragamo, Valentino und Fendi. Es ist der Himmel für Shopper. Seit ihrer Ausbildung in einem Reisebüro ist die 35-Jährige viel um die Welt gekommen. Die Liebe zum Luxus hat sie von ihrer Mutter. Bei Laura Biagiotti muss ich immer reinschauen. Als ich klein war, bekam ich zum Geburtstag von meiner Mutter mein erstes Parfüm. Es war Laura Biagiotti und sah aus wie eine kleine Säule. Sie ist ein großer Fan. Wenn ich in Rom bin, bringe ich immer etwas für meine Mutter mit. Seit 4 Jahren organisiert Marina Luxusreisen. Ihre Kunden sind zumeist reiche US-Amerikaner, Australier und Russen. Sie erwarten in ihrem Urlaub nur den höchsten Komfort. Ich bringe meine Luxusreisenden immer in einer Limousine hierhin, damit sie ihre Einkäufe nicht so schleppen müssen. Hier ist es immer besonders interessant. Der Chauffeur hat auf Marina gewartet. Nach der Flanierrunde auf der Via Condotti geht es zurück ins Hotel. Natürlich nicht in irgendeines. Nur 10 Minuten vom historischen Stadtzentrum entfernt liegt dieser alte Palazzo. Seit wenigen Jahren ein exklusives Hotel. Die Luxusreiseveranstalterin hat hier eine Suite gebucht. Kostenpunkt 1.200 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück. Mein Team und ich schauen uns pro Jahr weltweit ca. 500 Hotels an. Davon wählen wir die 50 besten aus und fassen sie in einem Buch zusammen. Das Weltweite passt zu ihr. In Russland geboren, wanderte sie als 12-Jährige mit ihren Eltern nach Australien aus, wo sie heute mit Sohn und Tochter lebt. Ihre Mutter passt auf die Kinder auf, wenn sie unterwegs ist. Und das ist sie auf allen Kontinenten und in etlichen Weltmetropolen. Wenn man mich fragt, wo ich lebe, sage ich Singapore Airlines. Jeden Monat bin ich in einem anderen Teil der Welt. Wenn Marina Luxusreisen organisiert, sucht sie ganz unterschiedliche Hotels aus. Ich denke, es hängt vom Reiseziel ab. Im Mittleren Osten möchte man eher große Hotels mit goldenen Wasserhähnen. In Rom ist es netter, etwas Echtes zu erleben. Wie eben in diesem zum Hotel gestalteten Palazzo, der immer noch im Privatbesitz ist.
Das ist so authentisch und einzigartig. Wir sind umgeben von wunderschönen Kunstwerken. Es fühlt sich mehr an wie ein Zuhause als ein Hotel. Kein Wunder, es war ja auch lange Jahre das Zuhause einer Fürstenfamilie. Im Garten trifft Marina deren jüngstes Mitglied, Andrea Spalletti Trivelli. Seine Urgroßmutter ließ die Villa vor über 100 Jahren bauen. Aus dem Stammsitz ein Hotel zu machen, war eine wirtschaftliche Entscheidung. Seitdem gehen im Elternhaus Spalletti Trivellis zahlende Fremde ein und aus. Wir haben hier gelebt, aber irgendwann wurde die Familie kleiner. Im Moment sind wir nur zu viert. Es wäre schade, es leer stehen zu lassen. Deshalb haben wir uns vor 10 Jahren entschieden, ein Hotel daraus zu machen. Aber es ist unser Haus und Vermächtnis. Der 34-Jährige ist in Rom geboren. Er kennt die schönen und schwierigen Seiten seiner Heimatstadt ganz genau. Rom ist eine verrückte, chaotische und schöne Stadt. Es ist schwer, hier zu leben und zu arbeiten. Aber wenn du spazieren gehst und kommst an Orte wie das Kolosseum, das ist einmalig. Rom ist die schönste Stadt der Welt und ich bin froh, dass ich an einem so wundervollen Ort geboren wurde. Auch wer nicht in Rom geboren ist, kann in der 3 Millionen Einwohnerstadt gut leben und arbeiten. Vorausgesetzt, die Geschäfte laufen gut und man kennt die richtigen Plätze. Etwa den Campo de Fiori. Von Montag bis Samstag findet auf dem Platz einer der beliebtesten Märkte statt. Auch der deutsche Starkoch Heinz Beck gehört zu den regelmäßigen Besuchern. Es ist natürlich schon super, wenn man hier kommt. Und das ist einfach der einzige noch so traditionell gebliebene Markt. Die meisten anderen Märkte sind alle überdacht worden. Und deswegen haben die so ein bisschen ihren Flair verloren. Beck kommt nicht nur wegen des Flairs. Er kauft hier vor allem frische Waren wie Obst und Gemüse. Seit über 20 Jahren lebt und arbeitet er in Rom. Und deshalb weiß er natürlich genau, wie er hier auf dem Markt an die beste Ware für sein 3-Sterne-Restaurant kommt. Es gibt ganz wenig ganz gute Produkte. Und die Händler, die haben die ganz guten Produkte und die entscheiden, wem sie die geben. Wenn du die nicht motivierst und wenn du mit denen nicht immer redest und nicht immer nett bist und pünktlich bezahlst zum Beispiel auch, ja, ist halt ganz, ganz wichtig, dann kriegst du einfach die Top-Produkte nicht. Ja. Und für seine Küche sucht er nur die Top-Produkte. Das La Pergola gilt als bestes Restaurant Roms und ist das einzige 3-Sterne-Restaurant der Stadt. Die Reichen, Schönen und Berühmten gehören zu den Stammgästen. Namen verrät Beck aber nicht. Diskretion wird groß geschrieben. Die werden von niemand gestört. Das sind dann auch keine Paparazzi. Und da ist ja gar nichts. Wir haben auch in unseren Stammgästen eine deutsche Rockband, aber ganz heftige. Und das sind also heftig in Stage. Aber im Restaurant sind die super, ganz, ganz liebe und ganz nette. Wer hier mal neben Prominenten von goldenen Tellern essen möchte, sollte 2 Regeln beachten. Den Tisch mindestens 3 Wochen im Voraus reservieren und Sakko tragen. Wer keins hat, dem wird geholfen. Sehen Sie, und da haben wir für jeden Gast eine Jacke, der sie vergisst. Die wird dann, wenn die einmal benutzt war, wird die in die Reinigung gegeben, sodass jeder Gast eine knitterfreie und saubere Jacke hat und nicht in die verschwitzte Jacke vom Vorgast sich reinsetzen muss. Seit 11 Jahren arbeiten Beck und sein Team durchgängig auf 3-Sterne-Niveau. Als er wegen der Stelle im La Pergola nach Rom kam, sprach er kein Wort Italienisch. Heute gilt er als bester Küchenchef Roms und das als Deutscher. Beim Kochen ist das einfach, hat es einfach, ich glaube, nicht so viel zu sagen, ob das jetzt ein Italiener, ein Deutscher, ein Franzose und Engländer ist. Das kommt auf das Persönliche an. Genau, die persönliche Kreativität, die persönliche Passion, die Teambildung. Das ist viel, viel wichtiger als die Nationalität. Für einen 3-Sterne-Koch allerdings ist süddeutsche Präzision dann doch hilfreicher als die eher italienische Lebenseinstellung.
può andare, das heißt so, ja, das geht schon, gibt's bei uns nicht. Oder ist es perfekt, oder wird nicht serviert. Wer über 200 Euro für ein Menü im Pergola bezahlt, ohne Getränke natürlich, erwartet aber auch nicht weniger als die absolute Perfektion. Heinz Beck hat auf Mallorca, in München, Berlin und anderen Städten gelebt. Nach Rom aber ist er gekommen, um zu bleiben. Weil es einfach super ist hier. Ja. Das ist eine super Stadt. Schauen Sie sich das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Heute ist natürlich kein super Wetter, aber ist trotzdem toll. Du arbeitest viel und sobald du aus deinem Restaurant rausgehst, ist es so wie im Urlaub. Über 10 Millionen Touristen pro Jahr sehen das genauso und besuchen Sehenswürdigkeiten wie den frisch restaurierten Brunnen Fontana di Trevi. Wer Rom auch abseits dieser bekannten Attraktionen kennenlernen mag, ist bei Agnieszka Berlin in guten Händen. Sie lebt seit 20 Jahren in Rom. Mit ihrer Geschäftspartnerin bietet sie hier Touren und Firmenreisen an. Sie kennen nicht nur die angesagten Restaurants und neuen Szeneviertel, sondern auch Roms Geschichte. Rom wurde durch Augustus praktisch neu gebaut. Er war ja auch derjenige, der gesagt hat, er habe eine Stadt aus Ziegelsteinen vorgefunden und eine aus Marmor zurückgelassen. Augustus wurde im Jahr 31 vor Christus der erste römische Kaiser. Nach außen führte er Krieg, der Stadt und dem Reich brachte er Frieden. Unter seiner Herrschaft wurde das Forum Romanum ausgebaut. Heute ein Ruinenfeld und Dauerarbeitsplatz für Archäologen. Der Petersplatz erhielt sein heutiges Aussehen im 17. Jahrhundert. Wer draufsteht, hat die Staatsgrenze zwischen Italien und dem Vatikan überschritten, was viele Besucher nicht wissen. Der Vatikan ist der kleinste Staat der Welt mit riesiger Bedeutung. Der Vatikan ist nicht nur ein sehr einflussreiches Zentrum der Stadt, sondern beeinflusst auch tatsächlich immer noch unsere, in gewisser Weise unsere Politik und natürlich auch das Leben in Rom. Millionen von Pilger kommen nach Rom. Das heißt also, ist es einfach spürbar, dass der Vatikan da ist. Rom ist das ganze Jahr über ein Magnet. Nicht nur für Pilger, sondern auch für Kulturbegeisterte und Einkaufswütige. Deshalb ist hier eigentlich jeder Monat Reisemonat. Es kommt darauf an, was man möchte. Möchte man schönes Wetter, eine angenehme Temperatur um 25, 28 Grad, dann sind natürlich Monate wie Mai, Juni oder September und Oktober ideal. Möchte man shoppen und zwar günstig shoppen, dann muss man im Sommer oder im Winter kommen, also entweder im Januar oder im Juli. In den Ferienmonaten ist auch für Fremdenführer Hauptsaison. Vor 20 Uhr kommt Agnieszka dann selten nach Hause. Sie wohnt auf der linken Seite des Tibers, im Stadtteil Monteverde, einer für Rom ruhigen Gegend. Ihre Wohnung hat sie gekauft, denn Mietwohnungen sind in der Stadt sehr schwer zu finden. Vermieten, das ist für in Rom relativ schwierig, weil die Römer nicht gerne vermieten. Sie haben Angst davor, dass sie dann den Mieter nicht mehr kündigen können. Und generell ist es so, dass wir in Italien eben kaufen. Ja, wir sind also absolute Käufer. Über 70% der Italiener hat eine Eigentumswohnung. Und das, obwohl ganz normale Wohnungen in Rom schon zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Quadratmeter kosten. Was nicht heißt, dass man sie dafür auch bekommt. Man muss jemanden kennen. Generell ist es so, dass man ohne Beziehungen in Italien sehr schwierig zu leben ohne Beziehung. Man hat immer jemanden, den man anrufen muss, weil der jemanden kennt, auch manchmal um Informationen zu bekommen. Also das Leben ohne Beziehungen ist in Rom eigentlich undenkbar. Agnieszka zog mit 33 Jahren nach Rom. Das erste Mal war sie als Achtjährige hier zusammen mit ihren Eltern. Damals schon habe sie sich in die Stadt verliebt. Rom ist lebensausfüllend. Ja, Rom ist eine Stadt, die das Leben oder mein Leben sehr stark beeinflusst. Und ihre Schönheit ist immer wieder wie ein Elixier für mich. Das heißt also, das ist immer wieder, denke ich, dass ich in der schönsten Stadt der Welt lebe und dass ich nie wieder weg möchte.
Eine knappe Stunde von Rom entfernt liegt das Castello di Marco Simone. Firmenzentrale und Wohnung der Modeschöpferin Laura Biagiotti. Weltweit bekannt auch für ihre Parfumkreationen. Ich war sehr jung, als ich mit der Parfümkreation anfing und unter den ersten italienischen Modeschöpfern, die diesen Weg wählten. Der Markt der Düfte war früher in französischer Hand. 1988 kreierte sie einen Duft und widmete ihn ihrer Geburtsstadt Rom. Die Idee zum Flakon in Form einer römischen Säule hatte sie hier, in ihrem Studio. Ich saß hier, überlegte, was eine passende Flakonform sein könnte und sah draußen auf diese antiken Säulen. Da dachte ich, lasst uns eine Säule machen. Das brachte Glück und eine lange Lebensdauer. Rom, die ewige Stadt, und Roma, ihr ewiger Duft. Die Liebe zu Düften und Flakons hat Laura Biagiotti von ihrer Mutter Delia geerbt. Die hatte immer eine große Sammlung der kleinen Fläschchen, die aber eigentlich für Laura tabu waren. Als Kind haben mich diese ganzen kleinen Fläschchen gefesselt, die auf ihrer Frisierkommode standen. Wenn Mama ins Büro ging, legte ich mir all diese Düfte auf. Diese Faszination stammt also schon aus meiner Kindheit. Ihrer Mutter verdankt Laura Biagiotti es auch, dass sie eine weltweit bekannte Modedesignerin wurde. Denn Delia Biagiotti war gelernte Schneiderin. Mitte der 60er bat sie Laura, ihr bei der Arbeit zu helfen. Was in einem kleinen römischen Atelier begann, führte auf die Laufstege der wichtigsten internationalen Modenschauen. Seit rund 50 Jahren arbeitet Laura Biagiotti als Designerin. Bis heute entwirft sie ihre Kollektionen selbst. Ich